Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge in Minecraft, denn heute geht's mal wieder um unsere kleine Farm. Und ja, heute würde ich sagen, machen wir mal weiter. Aber was mir hier schon direkt aufgefallen ist, ist natürlich, dass wir hier kein Cobblestone haben, beziehungsweise was heißt Cobblestone? Wir haben einfach kein, nennt man das Brickstone? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, wie man diesen Stein hier nennt. Auf jeden Fall, den bräuchte ich, um das Ganze hier, die Mauer ein bisschen zu verschönern und besser zu machen. Und ja, ne, und wie kriegen wir jetzt die Cobblestone? Ja, man könnte eine Cobblestone-Farm machen, ne, also eine ganz simple natürlich, ne. Das wäre zum Beispiel ein Schritt und genau das machen wir jetzt hier auch. Und ich sage euch auch ehrlich, Leute, ich werde ein bisschen Cobblestone farmen, aber das werde ich natürlich auch in diesem Video, ich sag's mal, schneller euch zeigen, da das ja doch, ich sag's mal, ein bisschen langweilig ist, so eine Cobblestone farm, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber nun gut, so, jetzt muss ich aber echt mal überlegen, wie das hier nochmal war. Da ich ja jetzt hier nur ein Lava-Eimer habe und ich natürlich jetzt mein Lava-Eimer nicht in Obsidian verwandeln möchte. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen gucken wir mal, ob ich das jetzt hier gleich richtig mache oder nicht. Ich meine, es klingt banal. Eigentlich ist es ja einfach, aber naja. Funktioniert halt eben nicht immer. Und ich glaube, das ist tatsächlich sogar gerade falsch hier. Genau, du gehst mal kurz dahin. Die sammle ich mal kurz wieder ein. Du gehst kurz mal da. Genau, und so. Genau, das ist jetzt richtig. Weil jetzt, genau, okay. Jetzt habe ich es, Leute. Jetzt habe ich es. So. Du kommst nämlich dahin. So, jetzt kann ich nämlich hier dich wieder zumachen. So, ja, ja. Ich glaube, so war es richtig. Gut, Leute. Also, wir werden das dann jetzt hier machen. Ich hole mir noch kurz 1-2 Kisten. Bisschen Crafting-Zeugs. Und dann kann man erstmal ein bisschen Cobble farmen in Zeitraffer-mäßig. Und dann gehen wir weiter zur Mauer und gucken mal, ob wir heute sogar schon Schafe, Schweine schon irgendwie, ja, nach drüben verpflanzen können, so gesehen. Aber ich bin ehrlich gesagt guter Dinge, warum das nicht passieren sollte. So. Jetzt haben wir hier ein Crafting Table. Okay. Ja, Stöcke. Gut, Stöcke haben wir genug. Dementsprechend würde ich sagen, können wir auch weitermachen. So. Müssen wir gleich auch noch schlafen. Aber erstmal hier ein bisschen essen. Boah, Essen hat mich nicht gestochen hier, ja. Ich bin begeistert hier, aber was ist los? So. Dann. Naja, uns fehlt ja immer noch eine zweite Kuh, ne? Was soll man dazu sagen? Uns fehlt eine zweite Kuh. Aber das ist ja irgendwie nichts mehr Neues hier. So, dann. Machen wir kurz das. Und dann würde ich sagen, kurz das Snacken. Snacken. Und dann kann es schon losgehen. Viel Spaß beim Zuschauen im Zeitraffer. Gut, es ist Nacht, Leute, und ich würde sagen, ich verkrülle mich mal kurz ins Bett, da ja die Monster, ja, ich sag mal, mich sehr gerne besuchen würden und ich gerade auf Besuch nicht eingestellt bin. Deswegen würde ich sagen, gehen wir kurz mal in die Haier, aber wir können schon mal ein Stack Cobblestone schon mal in den Ofen schmeißen. Ja, ja, Leute, ne, das haben wir schon. Dementsprechend. So, okay, da war Eisen, aber zufällig noch, wir haben einen Räucherofen hier, aber wir brauchen einen richtigen Ofen. Ja, haben wir nicht, okay, den muss ich mir
Fleisch drüben craften. So. Also würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unserer kleinen Kobbelfarm. So, da ist ein Skelett gestorben. Ja, Knochen und Pfeile nimm doch mal, würde ich sagen, mit, ne? So. Shit. Ja, das war jetzt natürlich erstmal nicht geplant, dass es anfängt hier abzufackeln. Ja, okay. Lassen wir jetzt einfach mal so da stehen, was hier passiert ist. Na gut, wenn wir schon dabei sind, kann man das Ganze ja auch mal kurz abbauen. Aber. Fängt das an zu brennen, ja? Scheiß Lava. Na, aber egal. Weiter geht's. Es ist wieder Nacht, scheinbar, deswegen gehe ich jetzt einfach mal direkt wieder ein bisschen schlafen, bevor mich jetzt wieder Monster überraschen. Ich stehe nicht auf Überraschung hier in Minecraft, deswegen gehe ich jetzt einfach mal schlafen, würde ich sagen. So. Genau, wir brauchen noch zwei Eisen, weil unsere Schere eben kaputt gegangen ist. Und dann würde ich sagen... Aua. Diese... Pieke Dinger hier. Aber oh, Essen ist wichtig. So. Ach man, diese Pieke Dinger. Egal. So. Ich würde sagen, meine Spitzhacke mache ich noch kaputt. Natürlich auch ein Zeitraffer, ne? Ist ja klar, weil Cobblestone Farm ist halt ein bisschen langweilig. Ein Zeitraffer sieht es vielleicht noch ein bisschen lustiger aus. Aber dann würde ich sagen, haben wir erstmal genug Cobblestone gefarmt und können dann erstmal weitermachen an unserer kleinen Farm hier. Thank you.
So, okay, Leute. Meine Spitzhacke ist jetzt kaputt gegangen, habe mich jetzt neu, also beziehungsweise ein bisschen Inventar geleert. Ich würde sagen, jetzt können wir erstmal wirklich mal weitermachen. Wir haben erstmal genug Cobblestone gefarmt, würde ich jetzt hier einfach mal behaupten. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Blätterfarm hier. Sehr schön. Das Holz nehmen wir natürlich auch mit, ist ja klar. So. Alright. So. Setzlinge brauche ich trotzdem noch. So, hier setze ich keinen Baum mehr hin. Der wackelt hier nur ab. Das wäre ein bisschen unpraktisch, wenn wir die Blätter ja haben wollen. Und wenn der Baum wächst und dann direkt wieder abbrennt. Ja, nicht so gut, ne? Ich glaube, ihr seht das genauso wie ich. So. Genau, ich fahre jetzt auch nochmal ab. So, und da dürfte, glaube ich, auch die erste Fuhre Cleanstone, kann man, ist es denn jetzt, ne? Cleanstone, dann mal abholen. Na, bist fertig? Na, noch nicht ganz, aber unten dürfte fertig sein. Und hier, okay. Hier sind auch noch Bäume, die ich angepflanzt habe, die man auch kurz abscheren kann, als wären das Schafe. Die Schere ist, glaube ich, gleich einfach wieder instant kaputt. Aber wir brauchen das Ganze hier, ne? So ist es ja nicht. So. Ja, die habe ich alle gepflanzt, ne? Ja. Verdammt! Und meine Schere ist kaputt. Okay, ich gehe mal kurz eine neue Schere holen. Ich brauche wohl ein bisschen mehr Eisen für diese ganze Sache hier. Und ich baue schon mal hier auch das Holz ab, dann das Holz wir auch brauchen. Und gleich ist auch meine Axt kaputt. Ich sehe es schon kommen. Na komm, hältst noch den Baum durch, hältst noch den Baum durch. Ah, sehr. Okay, da ist noch ein Baum, den wird aber nicht mehr durchhalten. Egal, wir brauchen das Holz eh, deswegen ist schon gut, dass es jetzt hier gewachsen ist, aber zum Glück ist es auch kein großer Baum, dann würde das hier ein bisschen länger dauern. Hätte ich ja keinen Bock drauf, ne? Hätte ich ja keinen Bock drauf. So, gut, genau, Setzlinge sind schon zwei da. Drei sogar, ja. Dahin und wo kam der andere? Warte mal, hier war einer, nämlich hier hin. Jetzt mal ernsthaft, wo kam der dritte denn hin? Ah, der dritte kam hier, okay. Hab's gefunden. Ja, hier. Gut, okay. So, jetzt brauchten wir aber trotzdem noch Eisen für die Schere. Ja, nehmen wir einfach mal alles mit hier, würde ich sagen, ne? Brauchten wir sonst noch was? Ja, eine Axt brauchte ich ja noch. Die ist mir ja ein bisschen kaputt gegangen. Bei dem ganzen Holz, was ich gleich auch noch abbauen werde, wird wahrscheinlich die gleich auch noch mal kaputt gehen. So. Ja, aber jetzt haben wir ja, glaube ich, gut Rohstoffe zur Verfügung, um das, was wir vorhaben, auch dann in die Tat umzusetzen. Jetzt würde ich sagen, scheren wir mal die Bäume dann weiter. Das geht wenigstens schnell mit der Schere. So. Mal gleich mal gucken, wie viele Stacks Blätter wir jetzt gleich haben. Dürften auf jeden Fall nicht wenige sein. So. Okay, dann machen wir das Ganze hier mal weg. Setzen gleich natürlich nochmal neue Bäume hier hin. Damit wir gleich noch mehr Blätter bekommen. Auch wenn für die Mauer, ich glaube, schon diese Stacks schon sehr gut ausreichend sind. Ich glaube nicht komplett, da dafür ist das trotzdem die Fläche hier zu groß. Aber damit kann man später auf jeden Fall gut arbeiten. So.
Das habe ich, glaube ich, den Cleanstone-Teil. Ja, ach, das habe ich eben im Haus vergessen. Ich habe beim Haus auch eben Cobblestone in den Ofen getan. Das habe ich jetzt tatsächlich mal vergessen. Ich wusste doch, irgendwas habe ich vergessen. Ich wusste es doch. Ja, ist jetzt egal. Das Haus ist zu weit weg, da jetzt wieder hinzugehen. Obwohl, es wird eh gleich Abend. Aber egal. So, jetzt setzen wir erstmal hier ein Bäumchen, ein Bäumchen, ein Bäumchen. Bäumchen, Bäumchen. So. Gut. Genau, ihr seid jetzt durch. Ein Cleanstone. Und aus Cleanstone können wir jetzt Steinziegel, so heißt es auf Deutsch. Wie auch immer das auf Englisch jetzt nochmal heißt. Weiß ich ehrlich gesagt gerade eher weniger. Okay. Ja. Da es ist eh gleich Nacht wird, würde ich sagen, mache ich mich noch mal kurz auf die Socken. Genau, ein Stack haben wir noch hier. Ein Stack können wir hier hin tun. Dann können wir den auch noch mal kurz braten. Dann hole ich kurz einen Cleanstone von drüben. Und dann am nächsten Tag geht das ganz frisch weiter. So. Genau, die Setzlinge hier nochmal einsammeln. Weil dann nichts verschwenden hier, ne? Und essen muss ich wohl auch nochmal. So, aua. Dieses Essen, ne? Einerseits ist ernährt dich, andererseits ist dich fast um. Ich weiß es auch nicht. Gut. Ah, ist auch schon praktisch nachts, ja. Genau, bevor ich das wieder vergesse. Diesmal hole ich es raus. Diesmal hole ich es raus. So, was brauche ich denn eigentlich? Ne, die Mauer, dafür brauche ich auf jeden Fall viele, viele, viele von denen hier. Kann man ruhig mehrere machen. Und auch ein paar von denen hier. Und eigentlich von den Steinen auch noch ein paar, aber ja. Lass mal so hingestellt, ne? So, erstmal schlafen gehen. Erstmal schlafen gehen. So, ach, ich bin ja so ausgeruht gerade. Unglaublich. So, okay, let's go. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. So. Was ich ja überlegt hatte für die Mauer, ne, dieses nur Blätter sieht natürlich, ist okay. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Aber ich hatte tatsächlich, überlegt, vor allem auch hier in Ecken, statt diese Blätter. Ich weiß nicht, ob ich dann direkt so mache. Ne? Oder ob der untere Teil dieses Holz bleibt. Das müsste ich jetzt mal optisch gucken. Schwierig. Ich glaube, für die Abgrenzung sieht es einfach wirklich besser aus, wenn das einfach so wäre. Ja, jetzt hier wieder reinkommst, die Sache, ne? Naja, da, okay. Hab's. Ups. So. Aber das bleibt hätte sich ja nicht so. Sondern. Ja, da muss ich auch noch überlegen, ne? Also im Endeffekt, auf den Blättern selber kommen diese Steine, ne? So. Ich werde aber, glaube ich, hier, um die Kanten hier ein bisschen hervorzuheben, wird das dann hier eins höher und dann halt so eine Treppe hoch. Na, ich glaube, das wird dann später ganz gut aussehen. Sprich, auch du. Na gut, hier fehlt mir noch. Mir fehlen natürlich jetzt hier die Blöcke. Gucken wir mal, ob ich den Ofen schon ein paar habe. Ja, viele sind es nicht, aber kann man schon mal machen. Crafting Table, machen wir da auch mal ein paar Treppen. So, jetzt gucken wir mal, ob das gut aussieht oder nicht. Wenn das Ganze so aussehen würde. So, jetzt machen wir dich natürlich weg, du gehörst nicht hier hin. Ne, aber das war jetzt so die Überlegung, ne? Also, dass so die Mauer ist. Ich weiß nicht, ob man hier so. Also zwischendurch werden wahrscheinlich auch so eine Art ein paar Pfeiler sein. Kann man auf jeden Fall mal machen. Aber so was gedacht tatsächlich, ne? Also so wird später die Mauer aussehen. Und so, in diesem Bild sieht es so aus, als wäre die Mauer fertig. Warte, warte, ein bisschen weiter. Ne, hier nicht mehr. Doch, warte, hier kann ich ja auch noch das weiter so machen.
Erstmal. So, und ich auch. So, na, wenn man sich jetzt hier so hinstellt, sieht das so aus, als wäre die Mauer fertig. Also in diesem Blinkwinkel, ne? Ja, ich würde sagen, generell sieht das ja nicht schlecht aus, ne? Also so werde ich es ja natürlich dann weitermachen. Und ja, ne, das wird so der Plan sein. So, hier wird so eine Art Scheune hinkommen, also hier in der hinteren Ecke. Also hier wird haustechnisch irgendwas stehen und hier so, wenn man hier so lang geht, ne, wird dann auf der rechten und linken Seite halt die Gehege sein, ne? Aber mal schauen, ne? Aber ich würde sagen, die Folge zeitlich ist natürlich jetzt schon wieder leider rum. My Little Farm braucht natürlich ein bisschen länger. Okay, ich habe jetzt einfach in dieser Folge extrem viel Ressourcen gefarmt, um das Ganze später zu realisieren zu können. Aber ist ja natürlich auch wichtig, ne? Ist ja klar. Dementsprechend, was man ja auch nochmal kurz überlegen könnte. Jetzt habe ich natürlich hier keine Treppenstufe mehr, war ja klar. Ob man es so macht. Oder das gucke ich hier noch in dieser Folge, ja. Ob das so oder so besser aussieht. Ich weiß nicht. Ich glaube, es sieht tatsächlich einfach cleaner aus, wenn das ohne das hier drauf ist. Ja, vielleicht kann man den später hier so auch noch so eine Laterne hinstellen oder so. Egal. So, Zeit ist rum, Leute. Folge ist zu Ende. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann natürlich einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.